Paddy's Bushcraft, was soll ich sagen? Neues Video, und zwar Bushcraft Dugout Underground Shelter Underground House. Ja, er baut was? Was ziemlich cool aussieht auf dem Vorschaubild. Wir sind ja spannend, Leute. Wir sind ja spannend. Was sehen wir denn da jetzt erstmal, bevor wir ins Video reinstarten? Eine Bügelsäge, die haben wir besonders gern. Ja. Ein Klappspaten. Der sieht sogar aus wie der Bundeswehr-Klappspaten, aber wahrscheinlich werden die alle beim gleichen Hersteller hergestellt. Dann so eine Art Schneeschaufel? Das ist wirklich eine Schneeschaufel, ne? Mora-Messer sehen wir. Ja. Eine kleine Pickaxt. Mann, wie heißt denn das? Ja, Picke, Hacke, Picke. Bin ich jetzt blöd? Wie heißt das Ding? Picke. Ist das nicht eine Picke? Sag mal. Heißt das nicht Picke? Nee, ich hab's vor Augen, das Wort. Mit Z. Spitzhacke. Ja, sag mal. Warum? Ist es Z drin? Ist es krank, Spitzhacke. Alter. Ist es krank, ey, Andi. Es ist krank. Wahrscheinlich ist es sogar das Barco Lapplander Set, was er da liegen hat. Oh, ist es safe, das ist die Säge davon. Und sein kleines Handbeil. Ja. Okay. Okay. Das ist das, was er als Werkzeug benutzt. Wir gehen rein. Spitzhacke, ich geh fest. Dass wir da nicht drauf gekommen sind, ist halt echt krank. Das, ne? Das ist manchmal so. Wir beginnen mit dem Klappspaten. Ey, das sieht ja schon wieder so geil aus. Boah, ist das matschig. Das Bild? Ist auch eines seiner früheren Videos, muss man dazu sagen. Ah, dann hat er, das ist halt mit seiner alten Kamera, aber ist geil. Es geht ja, es geht ja um den Inhalt. Some big rocks. Das hat er mit Schwung gemacht, ja. Lol. Fetter Ira halt, ne? Neun Stunden hat er gegraben, ey. What the fuck? Hä, der macht einfach einen Gruben aus. Hä? Keines Problem. Die Mucke ist auch wild. Ja, Alter. Die ist wirklich wild. Was der halt für geile Steine. Oha. Ist jetzt einfach passiert. Ja. Der ist gut tief gekommen auch, ne? Stimmt, ja. Hüfttief, ey. Krass. Stark. Wie dreckig er ist. Und ein helles Oberteil an, weil so eine Arbeit ist auch wild. Find's gut. Find's aber gut. Würde mal sagen, der zieht. Mhm. Tschu. Bisschen verschmieren noch, ein bisschen da, ein bisschen hier. Hm, klar. Jetzt wird hier auch mal eine Treppe gebaut, das kannst du aber wissen. Ah. Die Schneeschaufel. Die ist echt geil. Der Hammer ist auch einfach passiert. Da hätten deutsche Bushcrafter erstmal ein 30-minütiges Video drüber gemacht, wie sie den Hammer gebaut haben. Stimmt, schön schnitzen. Aha. Ja, man muss sich auch mal zwischendurch eine Pause gönnen, Andi. Stimmt. Das ist ein altes Video, vielleicht hat er damals den Hund noch nicht gehabt. Ja, glaube ich auch. Hm. Dem ist sogar so. Goji gab's da noch nicht. Den kleinen Pisser. Auch wieder cool, dass das am Waldesrand macht. Hat einen schönen Blick dann. Du meinst aus der dunklen Höhle? Ich glaub, meinst du nicht, er baut da links ein Fenster? Wahrscheinlich, ja. Nice. Nice. Alter, was der da am Material ankart wieder. Schöne gerade Stangen. Mhm. Fetzt. Ja, Fichte, ey. Fichte ist halt sowieso so geiles Bauholz. Fichte ist es, ey, ich sag's euch. Fichte ist auch nochmal fünfmal geiler als Kiefer. Kiefer? Ja. Nächste Woche Samstag, wenn ihr sehen wollt, wie wir diesen Hammer bauen. Nein. Ja, schöne dicke Plane. Alter, ist so viel Erde. Ist einfach weg, sein Shelter jetzt. Ja. Einfach weg. Jetzt wird wieder eine Ziegelform überrascht. Ja, das macht er auch gerne. Ey, wie oft der Ziegelform baut, ist krank.
Ach, guck mal, da zerstückelt er das noch nicht. Ja. Ja, aber stimmt, eine Ziegelform, wo das keinen Boden hat, ist eigentlich viel besser. Wundert mich, dass die sagen, oder? Bei unserer Ziegelform ist das. Also da ist ein Boden unsere drin. Ziegelformen sind, glaube ich, so gedacht, dass es da drin schon einfach trocken. Also du hast da nicht nur eine gehabt, aus der du alle Ziegel machst, sondern ja, ja. Du hast halt einfach tausende von, da wurde es reingehauen. Es trocknet ein und dann genau. Kommt es eh raus. Genau. Ah, ich glaube, so sind die. Das ist okay. Ja industrielle Ziegelform. Aber ja, wenn du so eine baust, ist es natürlich sinnvoller. Mhm. Making Bricks. 8 Stunden, Alter. Und dann sind die nur gemacht, aber noch nicht fertig. Jetzt. Ah, 2 Wochen später, okay. Cool. Verarsch mich. Was? Verarsch mich. Was sehe ich denn da jetzt gerade? Dazu gibt's auch ein eigenes Video, das habe ich auch schon gesehen. Ach, okay. Es ist geil, Alter. Das ist ja hart. Fühlt's ja komplett, ey. Das will ich auch haben. Das sieht auch relativ simpel aus. Viele Holzverbindungen mit Holznägeln. Hat der Elfer... Ist das wild. Das ist einfach ein Holzrad. Das ist ja geil. Ich finde es so geil, dass er den Lehm halt einfach da hat. Mhm. Das ist halt so viel geiler. Der muss den nicht anrühren, ja nicht. Er hat den einfach da und benutzt ihn. Ich bin neidisch. Ich will das auch. Sieht ziemlich cool aus. Wieder. Aha. Boah! Das ist die Schussscharte. Das ist ein MG-Nest. Ratatat. Boah. Was wird das jetzt noch cooles? Eine Außenfeuerstelle. Ja, weil es halt drinnen dunkel und scheiße und klein ist. Da will man nicht so lange sein. Halt. Der Dreck muss hier weg, der muss da rumhin. Jetzt wird es wieder schön gemacht mit Moos. Ich lieb den so sehr, Alter. Oh, was ist das denn für Moos? Was ist der Lasermoos? Das gute alte Lasermoos. Boah, Alter, wenn das Dach dann auch bedeckt ist komplett. Okay. Wird das auch sein Ding, ne? Ja. Ja. Aber guck mal, da macht er das noch so. Jetzt hat er ja mittlerweile die Stelle, mit denen er das macht. Mhm. Alter Schwede. Der Rollrasen des Waldes, sehr schön. Ja, ist halt echt so. Mit Rollrasen würde ich auch mal gern was bauen, ey. Mit Rollrasen? Ja. Sag mal nicht, wie krass so ein Dach aussehen würde, wenn du da richtig schön akkurat Rollrasen drauf ausrollst. Ja, das stimmt, dann sieht das schon richtig geil aus. Alter, wir waren gestern mal wieder beim Hobbithaus, haben aufs Dach geguckt. Ey, da sind so eine Grasbüschel drauf. Das reicht nicht. So eine Grasbüschel. Das reicht nicht. So eine Grasbüschel. Das ist ja wirklich riesig. Alter, das sieht so geil aus. Schön, so wie es sein soll. Schön zugewuchert. Sieht richtig geil aus. Oh. Boah. Und es ist ja in Ordnung, wenn Menschen zu uns in den Wald kommen und sich das alles angucken. Aber ich hasse es, dass die stellenweise halt wirklich einfach rücksichtslose Scheißmenschen sind. Die laufen einfach die Seitenwand vom Hobbithaus, also diesen Hügel, einfach hoch und treten da das komplette Moos weg. Mhm. Das sieht aus, als wäre da eine Horde Wildschweine drin gewesen in der Seite. Das müssen wir nochmal. Das muss alles nochmal neu gemacht werden. Das regt mich so auf, Alter. Ich denke nicht, dass die da hochlatschen müssen. Ja. Gut. Warum müssen die da hochlatschen? Warum? Naja. Das macht mich einfach nur sauer. Gut, und mit der Stimmung gehen wir jetzt weiter ins Geil! Video rein. Gerrit, so groß war das! Ja, aber wirklich. Boah, ey. Boah, ist die Tür akkurat. Was technisch aber wirklich einfach falsch gebaut ist, ja. Mal wieder, der ist Eingang. Ja, ja. Weil das regnet halt, das sammelt sich und dann regnet halt alles und läuft hier dann voll sozusagen. Genau.
Er könnte das jetzt halt höchstens noch ausgleichen, wenn er da jetzt noch eine Stufe tiefer gräbt und eine Drainage macht mit Kies. Ja. Aber da darfst du dann halt auch nicht stark regnen. Ja, also es wird ihm egal sein, weil er liegt ja quasi auf der Fläche dann und es versickert ja in dem Gangbereich, aber trotzdem ist halt nicht schön, ne? Also eigentlich muss man den Eingang überdachen, ja. Na. Weiträumig, das ist dann wirklich, ja. Dass das halt nicht passiert. Ja. Aber ich glaube, doch, bei uns, selbst bei unserem ersten Grubenhaus haben wir das gemacht. Selbst da war der Eingang. Wenigstens ein bisschen, ja, ja, ja. Ja. Mhm. Pennt er da jetzt heute auch? Das, genau die Frage habe ich mir gerade auch gestellt, als ich den Schlafsack gesehen habe. Man hat ihn noch nie in einem seiner Pelter so. Also, stimmt. Also, jedenfalls noch nie bewusst gesehen, dass er da eine Übernachtung gemacht hat. Stimmt. Vielleicht ist es heute soweit. Ey. Oha. Kommt jetzt noch ein Irish Coffee? Komm schon. Komm schon, Paddy. Ein schöner Irish Coffee, oder? Da sitzt er einfach. Ja. Living aber ist auch eine stabile Idee irgendwie. Ja, dass er das genutzt hat, dann noch eine kleine Feuerstelle hin. Ja. Sieht schon. Aber der Schornstein sieht auch wieder so wild aus. Naja, ja, das ist. Sehr, sehr geil. Das ist es. Das wart schon. Einfach fertig. Da lunzt da raus, guck dir das an. Das ist auch so ein Klassiker in den Videos. Aber ich finde gut, das ist ja eines seiner früheren Videos, dass er seinen Style jetzt schon so ein bisschen ändert. Mhm. So. Dass er auch mal was sagt und seinen Irish Coffee macht. Ja, das ist ein geiler Running Deck. Das mag ich sehr, sehr gern. Und Goji macht natürlich auch jede Menge. Ja, na klar. See you soon! Ja. Tja! Stabiles Video. Ich muss jetzt hier nochmal. Das ist schon geil einfach, ne? Diese, wie akkurat diese gemauerten Wände auch sind. Das ist krass, ne? Ja. Und dass es auch so dunkle Ziegel sind, finde ich ja, irgendwie geil. Das sieht wirklich cool aus, ja. Schön, ey. Ich hätte halt auch gerne mehr Steine. Aber bei uns findest du halt nur diese dreckigen, abgeschliffenen Findlingssteine. Ja. Der hat ja hier so richtig, da merkst du halt, dass das halt so aus einem Gebirge kommt, das Gestein. Ja, damit kannst halt du da so, richtig Mauern mauern. Ja, das ist halt schon geiler. Ah, nice. Boah, wie schön sein Ausblick ist, wahrscheinlich. Ja. Ich würde da ja wirklich gerne mal hin zu ihm. Das passiert heute, das passiert noch irgendwann, ey. Ja. Irgendwann wird es passieren. Dann wird es ein super mega krasses Shelter ever. Das wäre halt Killer.